Hi Leute, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play meines Spiels Cities Skylines. In der letzten Folge haben wir hier das Straßensystem etwas umgebaut, also hier quasi die Autobahn, wo von da oben kommt, von einem großen Autobahnkreuz, geht hier runter bis hierher, hier haben wir da angeknüpft. Hier brennt schon wieder. Feuerwehr ist ja schon da. Das Haus steht auf der Straße. Ist wirklich auf der Straße das Haus? Gibt's doch nicht, oder? Kann man abreißen, wenn es fertig ist. Gebäude brennt. Ah, wegen der Haltestelle wahrscheinlich. Aha, okay. So, setzen wir jetzt die Haltestelle daher. Da muss das Problem behoben sein. Hier haben wir eine kleine, ganz eine kleine Haltestelle hin. Aber das passt alles. Mir ist aufgefallen, hier der Busbahnhof, was wir hier gebaut haben. Ist doch gut und schön, dass er hier ist, aber die Busse müssen erstmal durch die ganze Stadt fahren, dass sie hierher kommen. Deswegen wäre es besser, wenn der irgendwo direkt an der Autobahn wäre, seine eigene Autobahnausfahrt hätte. Dazu kaufen wir das Gebiet noch. Jetzt habe ich alle Gebiete gekauft, was man kaufen kann. Ui. Okay. Weiß Bescheid. Können wir hier einen Hafen bauen? So wie sich vorgestellt. Hat tatsächlich hier kann man einen Hafen bauen. Cool. Deswegen tun wir die Autobahn von da oben. Ziehen wir da runter und hier anschließen. Erstmal machen wir Spielstopp. Ah, halt, die hätten wir lassen können. Ein bisschen zu viel Platz, die Autobahn. Das ist eine bisschen engere Kurve jetzt. Ne, machen wir anders. Nehmen wir das hier. Ja, kann man lassen. So, hier die machen wir mit dir zusammen. Passt es auch. Tun wir die ganze Autobahn upgraden. Okay, die Brücke, die braucht keine Lärmschutzwand. Geh bis da runter, okay. Ja, das können wir lassen. Okay, schau mal richtig unschön aus. Okay, die Autobahn erst den Berg ab, dann auf der anderen Seite wieder bergauf. Toll. Halt, genau, Fallschirm. Okay, das gleiche Problem nochmal. Na, geht die nicht höher? Okay. Mal mega knickte. Ja, hier auch.
Ah, Fallschirm. Jetzt, ja, schon besser. Hier müssen wir so umgehen. Jawohl, schon besser. So lang, wir sagen, die Autobahn lassen wir erstmal so. Hier ist die Autobahnausfahrt. Na, kann ich die anschließen? Natürlich nicht. Also hier unten durch. Ja, vorher ging es ja auch komischerweise. Jetzt aber nicht. Okay, dann machen wir das ein bisschen anders da. Halt hinten rum. So ungefähr. Jawohl. Kann man lassen, würde ich sagen. Verkehr rollt wieder. So, jetzt haben wir hier oben die Autobahn. Welche Fahrtrichtung haben wir wo? Genau, wir haben Rechtsverkehr. Also geht die Fahrspur. Wahrscheinlich irgendwie die Autobahn von da oben da runter kriegt. Es wird dann irgendwie hierher gehen. Mal schauen, wie es ausschaut. Oder so irgendwie. Cool, das geht sogar. Ich würde sagen, das kann man so lassen. Schon gar nicht schlecht aus. So. Noch ein Stück geradeaus. Okay, gerade. Na. So, welche Fahrtrichtung ist jetzt wo? Genau diese. Müssen wir die Fahrspur darüber kriegen. Mache ich hier eine Ausfahrt. Mal schauen, was ich hinkriege. Ich bin jetzt nicht so der Autobahnbrückenbauexperte. So, jetzt geht's hier bergauf. Na? Ja, so. Okay, so eher nicht. Also eher ein bisschen lang ziehen das Ganze. So. Und jetzt hier eine Kurve. Ha, geht sogar. Geht bis dorthin. Jawohl, das kann man so lassen, würde ich sagen. So, irgendwo ist wieder was aufgeploppt. Ein Gebäude ist abgebrannt, okay. Jetzt muss ab. Und diese Fahrspur muss hier reingehen. Okay, das ist ja einfacher. Machen wir so eine leichte Kurve. Na, willst du nicht? Okay, nehmen wir das wieder weg. So ungefähr. Hier geht es dann wieder auf die normale Fahrbahn. Okay, normalerweise. Jawohl. So, jetzt mal bloß den Verkehr von oben. Wenn man von oben kommt, darüber kriegen irgendwie. Und dazu baue ich einfach hier eine Ausfahrt. Okay, das wird ein bisschen eng. Hier ist eine Ausfahrt und eine Einfahrt. Mal schauen, ob das geht. Okay, geht hier nicht. Okay, dann baue ich das ein bisschen um. Okay, das schaut nicht so schön aus.
Ich muss eh eine Etage höher gehen. Ich sage, machen wir es so. Jawohl. Oh, Gott, ist steil hier. Ärgerlich, dass es wieder so steil ist. Jetzt haben wir hier einen Knick drin. Jawohl, ich soll bloß meine Fahrtrichtung ändern, weil es falsch rum ist. Passt. Gut, dann kann man hier die Ausfahrt bauen. Hier werde ich glaube ich nicht so viel Verkehr erwarten. Wir fahren weiter hinten an. Hier ungefähr. Bis dahin. Und ach komm. Nur die zwei Raster, ey, gibt's doch nicht. So schon besser. Jawohl. Geht's zwar bergauf, aber ja, minimales Gefälle. Das passt schon. So, und jetzt muss der Verkehr von hier nach dorthin geleitet werden. Gute Frage, wie mache ich das jetzt? Dazu muss ich erst mit die Fahrspur wegreißen. Eine kleine Fehlkonstruktion. Ich muss erst die Fahrspur da anknüpfen. Ich fahre weit oben an. Hier geht die Autobahn raus. Hier geht es etwas höher. Na, will nicht. Okay, dann machen wir hier eine Kurve. Okay, so ja nicht, aber eher so. Hier geht es eine Etage runter. Mal schauen, ob es ein bisschen länger ziehen kann. Jawohl. Hier drauf. Oh, das würde passen. Was hier ist die andere Ausfahrt? Ob es hier Staus gibt, ist jetzt die andere Frage. Die Fahrspur etwas weiter nach vorne. Ich glaube, so ist besser. Das ist viel besser. So, jetzt kommt diese Straße. Kann sich hier nochmal weg. Fängt hier an. Ah, ich will die unten durchgehen lassen. Hier wird es wahrscheinlich nicht gehen. Denn hier ist wieder so ein Brückenpfeiler. Genau da, wo kein Brückenpfeiler ist, da geht es nicht. Komisch. Das sind ja Bäume. Ja, lustig, so geht's. Oder bauen wir es einfach mal von der anderen Seite zurück. Dazu muss ich. Ach, will nicht ganz. So. Und dann gehen wir eine Etage tiefer. Na komm. Lass mich hier durch. Genau, so.
Okay, ist es nicht ganz optimal. Halt. Jawohl. Bloß halt falsch rum. So, Straße wieder umkehren. Zack, 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 zack. Wir sagen, das schaut ganz ordentlich aus. Genau, und hier würde ich sagen. Oder wo brauche ich das Busterminal hin? Soll doch etwas. Sollte eher hier sein, aber hier geht es wieder bergab. Ja, beziehungsweise bergauf. Oder passt hier auf dem Berg oben? Ne, auf dem Berg ist nicht gut. Ja, hier runter, ne? Hier ist glaube ich optimaler. Also kommt hier quasi eine Ausfahrt hin. Nur für Busse. Okay, geht dann eine Etage höher. Genau so. Jetzt noch ein Stückchen weiter. Dann geht hier die Straße auch raus. Na, geht doch. Dann auch wieder eine Etage höher. Die schließt dann hier an. Irgendwie. Jawohl. So, das Ganze dann in die andere Richtung logischerweise auch. Na, will nicht ganz. Jawohl, passt. Und jetzt das Ganze noch zur anderen Spur rüber. Das würde ich einfach hier abzweigen. Ne, das geht nicht. Mache ich jetzt so. Spur kann ich auch wieder nach unten gehen. Dann zweigt die hier ab. Jetzt bei ausnahmsweise mal einen Tunnel hin. Wieder oberirdisch. Na, so. Jawohl. Fahrtrichtung wieder umkehren. Ja, ich würde sagen, das kann man so lassen. Dann bauen wir hier noch ein kleines Stück gerade. Okay, die Fahrtrichtung wieder umkehren. Ja. Geht es? Okay, das geht natürlich nicht. Ne, ich brauche gar nicht so breite Straßen. Das ist ja Schwachsinn.
Da ist eine normale Straße auch. Das sind ja Busse, das sind ja keine Sattelzüge. Schade, dass es nicht geht. Ich weiß ja schon warum. Probieren wir es mal so rum. Einmal so, einmal so. Jawohl. Stopp. Genau. Nee. Doch, so. Viel besser. Das heißt, kommt hier der große Busbahnhof dann hin. Beziehungsweise das erste Mal. Erstmal das Ganze ein bisschen umbauen. Hier kommt er hin. Okay, machen wir erstmal wieder gerade Straße. Nee, falsch. Ja, ich mache gerade irgendwie alles passieren falsch. Okay, das ist Zufahrt. Das ist genau auf der falschen Seite jetzt. Hier im Rechtsverkehr. Ach ja. Ich würde sagen, das ändere ich nochmal. Aber. Ja, das kannst du mal hier offscreen. Das will ich euch nicht zeigen, weil das habt ihr schon gesehen, wie es ausschaut. Bloß halt andersrum. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns. Machen wir nochmal einen kleinen Screenshot. So. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Macht's gut, bis dann. Ciao.